mit Thomas Heider, dem künstlerischen Leiter der Nordischen Filmtage. Und wir haben uns ja letztes Jahr schon gesehen. Wie warst du denn, also warst du denn zufrieden mit letztem Jahr oder gibt es irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten? Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, aber wir fahren mehr oder weniger im selben, ich will nicht sagen Schema, aber das Festival 64 Jahre alt, da gibt es viele Dinge, die sind so, weil sie sich eben bewährt haben. Unterschied zu diesem Jahr ist, dass wir, letztes Jahr hatten wir 130 Filme, noch Corona-bedingt, Reinigungsintervalle im großen Kino, weniger Filme, wir haben damals gesagt, mehr Aufmerksamkeit für weniger Filme. Dieses Jahr ist ja schon ein bisschen entspannter, vorbei ist ja noch nicht, aber es ist entspannter und wir hoffen, dass das gut geht. Und wir haben 170 Filme in diesem Jahr. Und was wir auch in diesem Zuge umsetzen konnten, was wir für letztes Jahr schon vorhatten, war, es gibt unseren Full Dome wieder, unser 360-Grad-Kino. Genau, okay. Du hast ja letztes Jahr auch angesprochen, dass es ein Angebot für Schüler geben wird. Wir haben tatsächlich hier Mittel bekommen, Fördermittel bekommen dafür, dass wir Filme, die in den letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahren bei den Nordischen Filmtagen erfolgreich in der Kinder- und Jugendsektion gelaufen sind, dass wir die in so eine Library, also in so eine Sammlung, in so ein Paket packen können und Schulen anbieten können, die mit Klassen zu gucken, relativ unkompliziert, in Lübecker Kinos. NFL Plus heißt das ja jetzt. Ja. Und meine Frage wäre, also bei mir an der Schule ist es zumindest so, dass davon noch nicht die Rede war. Und meine Frage wäre, ob es da schon Schulen gab, die Sie angesprochen haben. Ja, also da müssen wir gleich, wenn die Kamera aus ist, mal drüber reden, welche Schule. Wir haben relativ zügig nach unserem Gespräch letztes Jahr das Ding in so eine Pilotphase gebracht und haben mit Leuten, die sich gemeldet hatten, Schulen, die sich gemeldet hatten, so ein kurzes Pilotprojekt gemacht. Wir haben ungefähr 25 Filme online. Jetzt also im Angebot und wir sind sozusagen im Plan. Wir können ja im Jahr 50 Screenings anbieten und da sind wir guter Dinge. Ne? Das ist jetzt während des Festivals zurückgefahren und der Vorschlag an alle diese, die das jetzt hören, wenn ihr an eurer Schule noch nichts gehört habt, dann fragt mal bei eurem Lehrer nach. Weil wir haben getan eigentlich, was wir konnten und die Message ist draußen und wir glauben, dass wir alle Schulen erreicht haben, aber wahrscheinlich auch noch nicht alle Lehrer an allen Schulen. Von daher ist das ein Prozess. Ich freue mich, dass du das gemerkt hast. Ich freue mich über das Interesse. Und das Tollste für uns wäre natürlich, wenn ihr Schülerinnen und Schüler mal nachfragt und sagt, hey, wie ist es denn? Wir hören, da gibt es dieses Angebot. Werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt mal ein bisschen allgemeiner. Wie bist du denn künstlerischer Leiter geworden? Also, müsstest du da eine Prüfung bestehen oder? Nee, die gibt es nicht. Das wäre auch mal was, die künstlerische Leiterprüfung. Ich war lange bei der Berlinale in einer ähnlichen Funktion. Da habe ich eng mit dem Festivaldirektor zusammengearbeitet, und der auch Geschäftsführer der Berlinale war, und habe dem seine Filmauswahl koordiniert und viel Vorauswahl für ihn gemacht. Das habe ich 17 Jahre lang gemacht. Und dann habe ich da aufgehört und habe mich ein bisschen ausgeruht. Und dann ist es gelaufen wie im Bilderbuch. Der Bürgermeister hat jemand vorbeigeschickt, gesagt, wir hören, Sie sind frei, könnten Sie sich für die Nordischen Filmtage interessieren. Und ich kannte das Festival natürlich, ne? Das ist ja ein deutschland- und weltweit bekanntes und geschätztes Festival, das ich tatsächlich auch schon einige Male besucht hatte. Und dann hat mich das natürlich gejuckt. Ja, also als ich den Begriff das erste Mal gehört habe, künstlerischer Leiter, da konnte ich mir das zwar so halb vorstellen, dass man, also was man da als Beruf macht, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz erklären, was man denn genau immer ja. Also die Idee an diesem Modell ist, es gibt eine Geschäftsführerin und einen künstlerischen Leiter und wir sind zusammen die Leitung des Festivals, die Spitze des Festivals. Und die Geschäftsführerin kümmert sich um alles Vertragliche, um die Finanzierung und um die korrekte, wie man so will, kaufmännische und organisatorische Durchführung des Festivals und stellt das alles sicher. Mein Schwerpunkt ist das Programm.
Wie gesagt, 170 Filme und da bin ich ganz konkret für 25 davon Spielfilme und Dokumentarfilme in den Wettbewerben Spielfilm und Dokumentarfilm eben für die Auswahl zuständig. Das mache ich in meinem Fall zusammen mit meiner Kollegin Sandra Jung, das ist die Programmmanagerin, und wir stemmen das mit diesen Filmen zu zweit und gucken uns diese vielen, vielen Filme an und machen die Auswahl. Und für die anderen Filme gibt es je nach Sektion, es gibt ja die Sektion Kinder und Jugend, es gibt die Sektion Filmforum, es gibt die Sektion Retrospektive, da gibt es dann überall KuratorInnen, die die Filmauswahl verantworten und die Programme dann hier auch präsentieren. Das sind ein paar hundert Filme, die da zu gucken sind im Jahr. Da, das schafft ein Mensch oder ein kleines Team gar nicht alleine. Wie viele Leute sind denn das, die da immer so mit dran arbeiten? Fragst du mich was? Das sind jetzt gerade sind wir bei dem Meeting, waren wir vielleicht 80. Okay. Wenn alle auch Spielstättenleiter und PraktikantInnen und die Leute, die temporär oder nur fürs Festival anheuern, sind wir, glaube ich, so 80. Und das Jahr über, also wenn der Peak Low ist, dann sind wir zu viert. Okay. Ja, also das ist halt so eine Organisation, die sich dynamisch immer entwickelt. Ne? Ja. Zeitlang immer größer, dann ist sie so groß, wie sie ist, und dann fängt sie schlagartig. Dann stehen wir für diese Woche hier in vollem Glanz da, in voller Stärke, und dann geht es halt wieder zusammen. Okay. Du hast von einem Meeting gesprochen. Habt ihr das digital gemacht mit 80 Leuten oder wart ihr dann in einem großen Raum? Jetzt, dieses Jahr, das war tatsächlich physisch. Wir haben ja ein physisches Festival. Und du hast ja gesehen, dass ich mit Maske hier angekommen bin. Und wir passen sehr aufeinander auf. Also das Team testet sich jeden Tag, jeden Morgen. Und das haben wir tatsächlich, da waren dann fast alle physisch da, tatsächlich. Okay. Kick-off, also kurz bevor es losgeht, alle nochmal zusammen. Okay. Und habt ihr dann da irgendwie nochmal Probleme besprochen oder abgecheckt? Ständig. Wenn du ein Festival machst, ein großer Teil des Tages besteht drin, Probleme zu besprechen. Ja. Nein, also das macht man eher mal so, um Hallo zu sagen. Und das sind Leute, die habe ich jetzt viele, die habe ich ein Jahr nicht gesehen. Ne? Und die sind wieder da und kommen zurück an ihre Jobs. Und es war Begrüßung, und um quasi gemeinsam in Stimmung zu kommen und um genau zu reden, wie machen wir es mit Masken, was ist mit Hygiene, die Sachen, die eben alle wissen müssen. Okay. Und wenn du selber in einem Film wärst, also eine Rolle einnehmen würdest am Set, welche wäre das? In eine Rolle in einem Film oder eine Funktion am Set? Eine Funktion. Kannst natürlich auch auf beides eine Antwort geben. Wow, ja, nee, das andere, Captain Ahab aus Moby Dick. Ich weiß nicht, es hat schon also vom Bild her ist es schon Steuerung. Ja. Dieses Steuermann-Bild auch ziemlich abgelatscht ist. Das ist letztendlich, kann man sich das vorstellen, wie eine riesengroße einwöchige Live-Veranstaltung, die tatsächlich ganz viel Regie braucht. Aber jetzt nicht, dass ich permanent mit meiner Kollegin sämtliche Vorgänge supervisieren muss. Es ist eher so, dass man im Vorfeld versucht, Strukturen zu schaffen, dass die Teams dann während des Festivals mehr oder weniger autonom laufen können und wir uns nur in so ganz kurzen, effektiven Meetings einmal am Tag zusammensetzen und gar nicht besprechen. Alles, was nach Plan läuft, muss man gar nicht erwähnen. Und die Sachen, wo man Errors hat, es könnte ja irgendwas ist. Bis jetzt läuft es glatt, dreimal auf Holz geklopft, aber das kann ja passieren. Hoffen wir mal, dass das nicht passieren wird. Aber ansonsten. Also so eine Mischung, um deiner Frage nicht auszuweichen, so eine Mischung aus Drehbuchautor und Regisseur. Okay, ja, das habe ich mir schon gedacht, als ich mir die Frage losgewählt habe. Wobei die Inhalte natürlich komplett von den Filmemachern kommen. Ja, okay. Dünnes Eis, diese Frage. Und welche Inhalte würdest du dir wünschen? Also jetzt mal eher in Richtung Lieblingsfilm oder Lieblingsgenre?
Also das halte ich, bin ja schon lange dabei und das halte ich immer so, ein Festival ist ein offenes Gefäß. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, jetzt hätten wir gerne aber mal Corona, jetzt hätten wir gerne mal Ukraine, jetzt hätten wir mal gerne Teenager-Probleme nach Corona oder so. Das läuft nicht so. Wir sehen das, was ist. Wir sichten einen Jahrgang Filme aus einer bestimmten Region und unser Job ist schlicht und ergreifend, die Guten ins Festival, die weniger Guten nicht ins Festival. Das ist erstmal eine ganz simple Aktion. Man versucht einfach für jede Sektion die besten Filme zu kriegen und dann fangen diese Filme untereinander an, sich mit in Verbindung zu setzen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, dieses oder jenes Thema, sondern die Filme, und die Filme in Summe ergeben dann tatsächlich thematische Schwerpunkte. Da merkt man dann, was FilmemacherInnen beschäftigt. Es gibt ja so Themen, die sich aus irgendwelchen Gründen, ohne dass Leute miteinander in Kontakt stehen, an der Ecke von der Welt und an der Ecke von der Welt gleichzeitig auftauchen und KünstlerInnen in den Sinn kommen, morphogenetische Felder, ne? Nennt man das so, und dem gehen wir eher. Also wir finden gute Filme und dann lauschen wir denen ab, was sie uns sagen wollen und darüber kommunizieren wir dann das Programm. Alles klar, okay. Und dann könnt, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnt ihr ja auch nicht wirklich, also beeinflussen, klar, aber wirklich sagen, jetzt soll der rote Faden eher Richtung Gleichberechtigung gehen. Das könnt ihr dann ja nicht wirklich bestimmen, weil die Filme an sich ja eine Mehrheit bilden und die kann man schlecht ausmerzen. Ja, das ist so. Also ich würde es nie machen. Dann läufst du da ein halbes Jahr durch die Gegend, posaunst Themen in die Welt und dann findest du nicht den geeigneten Film oder musst einen grottenschlechten Film nehmen, nur weil er dieses Thema behandelt. Nee, andersrum ist besser. Okay. Ja, dann, was würdest du denn sagen, ist dieses Mal der rote Faden? Jetzt kommst du auf den roten Faden. Uns ist aufgefallen, wir leben ja in Zeiten, wo man manchmal schon es schwerfällt, gute Laune zu behalten oder nicht in Angst und Schockstarre zu verfallen oder nicht in Zukunftsdüsternis sich zu ergeben. Und die Filme zeigen Charaktere, die voll herausgefordert sind vom Leben, wirklich volle Kanne, die nicht klein beigeben. The Fall zum und die The Fall zum Beispiel, ja, super gutes Beispiel. The Fall oder Zumo, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ein Film über drei Jugendliche in Grönland, die wirklich an einem sehr, sehr herausfordernden Platz ihr Leben fristen und die im Jugendzentrum, im Theaterclub des Jugendzentrums so eine Plattform, so eine Heimat finden, wo sie sie selbst sein können und dagegen halten und sich trotzdem ein gutes und gesundes Umfeld einander bereiten können und dann auch eben nicht zerstört in die Welt und ins Leben aufzubrechen. Und das ist aber ein bisschen, glaube ich, auch so die Quintessenz von nordischem Kino. Die gehen ja gerne mit der Wirklichkeit um, die attackieren gerne die Realität, ja. Aber es hat immer auch so was Kraftvolles, ja. Und so was nach vorne kommt. Und das passt eigentlich ganz gut zu der Zeit. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Antidepressivum, unser Programm. Ja. Dann hoffe ich mal, dass wir alle antidepressiv noch durch die Woche kommen. Und wünsche dir noch ein schönes Festival. Danke euch auch, einen guten Lauf.